So, willkommen zurück zu GTA 4. Ja, leider ist das letzte Mal ja so einmal das Spiel abgestürzt. Gott sei Dank bloß einmal. Schauen wir mal, wie das heute wird. Ich will es jetzt natürlich nicht verschreien, aber ich bin einfach mal gespannt. Und ich sehe, da vorne wäre doch sogar schon die nächste Mission. Vom Dimitri. Ja, komm, dann laufen wir doch kurz hin. Ah, der Brucey wird kurz anrufen. Eiskalter Motherfucker, wie du könntest gut Kohle als Ordnungshüter verdienen, Alter. Die Cops vergeben ihre Arbeit jetzt an Subunternehmer weiter. Sieh nächstes Mal nach, wenn du einen Polizeicomputer hackst. Das ist wieder so eine Mission, wo man, ja, vielleicht noch nebenbei noch ein bisschen Kohle, ein bisschen Cash verdienen könnte. Ich werde heute aber definitiv die 10.000 Dollar knacken. Das hat man unten jetzt hier noch gesehen bei der Cardi. 9.754 haben wir im Moment. Ich würde sagen, das läuft. Und ja, laufen tue ich jetzt auch mal noch kurz zu dieser Mission. Dass wir gleich durchstarten. Basta. Dimitri. Hey. Sit down. Sit down. Oh Mann, ich habe immer das Lied im What's the Kopf. problem? What do you think? Michael, Mr. Fausten. Die Jocken und er raucht erstmal eine. Ja, moin. You're given a choice. So richtiger Badass. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bellic, but we cannot change the rules. See you later. Oh je, das heißt, wir müssen da wieder ein bisschen aufräumen. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Oder das ist doch hier schon gleich ein geiles Auto. Ey, hup nicht! Out the car, hard man. So. Ja, what? Ich klau gerade dein Auto, ja. Ja, mit Dimitri haben wir jetzt gerade noch gesprochen. Ich hoffe einfach mal, das war der Dimitri und ich laberte hier nicht so ein Bullshit, dass ich einfach bloß so die Ausfahrt verpasse. Hey? Ach, der Club, der ist hier. Ah ja. Das sagt mir noch was. Wie wir einfach dastehen, ey. So, oh, Handy. Nico. Es dürfen keine Fehler passieren. Michael ist ein gefährlicher Mann. Ich habe dir seitlich vom Club aus so deinen Schutz hinterlassen.
Dein Freund. Seitlich vom Club. Oh lol. Ja, das mit Weste und so, das passt schon. Was hätte ich da? Nee, alles gut. Alles gut. Aber wir müssen da wirklich darauf. Hui. Okay, dann schauen wir sich da mal um. Ah. Plop. Okay. Ja, besser wie gar nichts. Dann schauen wir mal. Also hier schön gediegen erstmal hier rein. Nico. Nico Bellic. You and Dimitri are taking over now? This is not about taking over! You brought this on yourself! You pushed things too far! You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri... my brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there. Meet for some gin monkey. I am not dead yet. Some are still loyal to me. Guards! You will cry you like a little Irish worm, Bellic. You are nothing, Bellic. You are weak. So, komm her, ja. Ja, wer will dich jetzt haben? You will see. Come on, guards! Oh shit! Da habe ich was getriggert. Da kommt der her, Mann. Alter Schwede, was haben die für Money? Oh, das war ein normaler. Uhu. Alter, wie viel Cash die haben? Hab ich hier schon mal eine 10.000. Yo, Alter, jetzt. Was geht denn jetzt ab hier? So, wer schießt da noch? Einer von oben irgendwo. Ja, komm näher her, du. Zeig dich! Aua! Oh, war das nicht ein Headshot am Schluss noch? So, jetzt in die Nate werfen wäre nice. Ich mal hier einen Überblick verschaffen, wo ich hier überhaupt bin. Ist der jetzt verblutet? Kann man. Können Gegner verbluten? Anscheinend. Das wusste ich nicht. Faustin ist dead. You did a good thing. A hard thing. But a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Ja, sehr schön. Aber ich sehe gerade, ich muss hier unbedingt wieder Munition kaufen. Also die SMG ist mega nice. Muss man einfach sagen. Die geht schon richtig ab. Aber ich brauche mehr Munition. Ne. Und dafür würde ich jetzt irgendwie da wieder raus wollen. Oh mein Gott, was laufe ich denn hier für Wege? Okay, das ist... könnte... Nee, das ist einfach bloß so ein Gast hier. Okay, irgendwie komme ich hier nicht mehr runter. Jetzt bin ich hier wieder am Dach. Ich glaube, ich gehe da... Ich gehe da wieder durch den Club zurück. Ich habe absolut keine Ahnung.
wie ich da wieder rauskommen soll. Nichts passiert. Lol. So, sorry, aus dem Weg kurz. Hier komme ich auch nicht runter. Alter, was ist das für eine Mission jetzt hier noch? Sabralot, okay. Da komme ich raus. Oh mein Gott. Wo bin denn ich herumgelaufen? Crazy. So, Waffenshop wäre auch sogar in der Nähe. Oder? Ja, es geht. Und da wir im Moment eh nicht wissen, wohin mit uns. Erstmal brauche ich ein Auto noch. Dann fahren wir kurz zum Waffenshop. Ah, den haben wir ja schon markiert. Ja, moin. Sentinel haben wir hier. Ja, moin. Lecker. Genau, dann kaufen wir sich jetzt kurz mal ein paar Munitionspatronen oder überhaupt Patronen. Ich ruf, ich lass mal den anrufen. Ich hab Zeit, ja, ruft er nämlich schon an. Nico, it's your cousin. Let's go see a show. Pff, nein! Sorry, cousin, I have no time for shows. Okay, man, we shall do something another time. Alter. Roman. Ich dachte, es wäre ein wichtiger Anruf, aber nein. Wir haben 9000, also gib ihn, dann füllen wir hier mal komplett auf. Blub. 1000 Schuss müsste doch mal reichen fürs Erste, ja? Stay safe. Stay Second Amendment. So, da ich aber im Moment eigentlich nicht weiß, was ich gerade machen soll. Komm, dann fahren wir. Ruf mal den kurz an. Telefonbuch Dimitri. Dimitri, you got my money? I have it. Meet me at the warehouse of Mahanet in Downtown Broker. Come along. Was sind das hier für NPCs, hey? Die hupen die ganze Zeit. Was ist denn das? Jacob. Alright, my brother. Me and them Russian have seriously vexed you. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Yo, Nico, you better watch your back, you know. We know you're wicked, but them white are some dog ass. I'm not afraid of him. Yeah, but I can't see. The art can't leave, but they're coming. Where's the place? A warehouse on Mohane. I know the one. You see around the back. Ah, yeah. Heißt, Little Jacob hilft mir da, oder was? Das können wir da jetzt beide ausräuchern, oder? Nee, 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 nee. Ich glaube nicht. Woo! Aus dem Weg! Ah, da ist dann halt so ein SUV schon mega nice, wenn man da einfach Leute wegrammen will. Aber Sentinel ist vielleicht ein bisschen schneller. Ja, da muss ich auch noch ein bisschen rausfinden, was da vielleicht mein Lieblingsauto wird. Digga, was hupen die heute so? Das ist ja übel. Was ist denn das? Ein bisschen zähfließender Verkehr. Kann ich mal hier hupen. Okay. So, Jacob. Was geht? Was hat er da in der Hand gehabt? Hey Nico. SMG, oder? You can make it. Yes. You got the money? Yeah. Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. You are Nico Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up and left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket. Uh-oh. Hello, Nico. Hello, Mr. Bulgarin. Ah, yeah. Where is our money?
I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Das langsamste Tor, das ich jemals geschlossen habe. LOL! Jacob! Gib Gas! Jetzt muss ich Gas geben. Ah ja! So, immer schön ein nach den anderen. Hui! Okay, das mit dem einfach über die Schulter schießen ist schon nice. Das ist eigentlich mit am geilsten hier. So, aber einer ist noch da. Gib mir Deckung. Oh, der geht davor. Okay, ich versuch's. Okay. Wieder irgendwelche Leute getriggert. Oh, oben! Kommt denn der auf einmal hier, ey? Eieieiei. Huh! Kann ich da noch zielen oder so? Nee, das geht nicht, glaube ich. Das wäre, glaube ich, too much. So, aber der da drüben, der regt mich ein bisschen auf. Wo ist denn der? Der müsste doch hier gleich hinter der Säule sein. Da war er. Ah, das war bloß ein bisschen in den Rücken geschossen. Da geht noch was. Jetzt hat er. Okay, die SMG ist einfach nice. Ich benutze bloß noch die. Ah, der geht einfach so komplett ohne Deckung vor. Das war kein guter Schachzug. So, wo ist der eine da? Ah, der ist über uns, gell? Woo! So, irgendeiner. Ah ja. Da laufen sie. Wir müssen weg, die Bullen. Digga, von wo? Okay, weg hier. Eieieiei. Oh, lol. Hast du da alle? Eieieiei. Jo, der Jacob, der rusht einfach raus. Komm. Rein mit dir. Und fahren. Oh shit. Oh shit, ja, jetzt müssen wir erstmal hier flüchten. Das ist das Wichtigste. Eins nach dem anderen, Jacob. Aber die sind entflohen, gell? Shit! Die müssen wir noch einfangen, ey. Ansonsten, die werden uns sowas von auffliegen lassen, hey. Da müssen wir jetzt aufpassen. So, wir sind schon mal ziemlich safe. Wunderbar. Es wird mal noch interessant mit ein paar mehr Sternen. Ich glaube, das waren jetzt auch bloß wieder zwei. I didn't know that Mr. Bulgarin was here in Liberty City. If I could have killed them all then and there. Just chill, Nico, man. One at a time. One quarter field basket. See? We find out where Dimitri's, then bam! We take the rest of them out. Just keep your head down until then. Fucking Dimitri. Made me kill Faust and then he sell me down the river. Just go, Nico. The boy is a general, you know, see? He's gonna make his own downfall. That had a monkey climb, the more he makes. Okay, Nico will einfach jetzt jeden erledigen.
I promise you this. Oh mein Gott, ihr schwört. Das war echt nice. Jacob. Thank you, sir. Jetzt sind wir wirklich. Ah ja, dann rufen wir gleich mal einen Roman an. Telefonbuch, Roman. Einfach nur das andere rufen. Wo ist denn der schon wieder drin? Schauen wir mal. Aber ich glaube, wir haben uns da jetzt überhaupt keine Freunde gemacht. Sondern eher ein paar Feinde. Nicht nur einen. Jetzt schauen wir mal, wo der Roman wieder in irgendwelchen Mülltonnen steckt. Das sieht gar nicht gut aus. Schauen wir mal. Aber wo ist denn der? Bloß für sich, für mich da. Aber den Docs da, okay. Zumindest hat er geflüstert. Könnte da vielleicht der Brucey dabei sein? Schauen wir mal. Whoppa! Ja, ich bin im Einsatz. Ich darf das. Die Autos stehen hier aber auch ganz gefährlich hier am Straßenrand. Da könnte vielleicht mal jemand dagegen fahren. Zum Beispiel so ein Polizist. Roman. Roman, where are you? In here. Let me out. Shit, man. What are you doing in there? I got scared. People started calling the house and hanging up. You weren't answering your phone. What happened? We've got a big problem. Dimitri was not a man of his word. So we're dead? More or less. Everything was fine before yes, you. Yes. Fine, and now this? Thank you. Thanks a lot. It's Veni. Nevidno. What's done is done. Yes. But there's a bigger problem. What? That guy I owed money to, Bulgarin. Yes, the guy in Europe who lives by the Adriatic. Yeah, he's here now. Sorry, I've ruined your life. No, don't be like that. We can find a way out of this. Ach nein, Nico. Du hast unser Leben zerstört. That's exactly what you won't do. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford? We can lay low and start over. Please. Come on. Let's go back to the apartment. We can pick up our stuff and then get out of here. I'll call Mallory. She might have somewhere we can hide out. So, zu Romans Apartment. War ich jetzt da eigentlich schon? Warte mal, ist das? Oh mein Gott, das ist doch ein Romans sein Apartment. Nicht unseres. Shit. Hey, beautiful. Listen, me and Nico are in a bit of trouble. Need to get out of Uber. Few days. Any of your cousins have a place we could use out in Bohem? Oh, you're an angel. Beautiful and kind. I love you. We'll see you there. Maybe things are not so bad. This I did not expect. I was thinking about getting out of the cab business. Last night I had a dream. Really? Yes. You and I had a place of our own. You and I, you and I. Come to eat and relax. Classy place. None of this fast food diner bullshit. We own a real restaurant. Tavern. It's a place of distinction, you know? I can't see myself settling down. Not now, but in the dream, you've met the right woman. She's beautiful, pure like my Mallory. In the dream, Mallory and me are married and everything is perfect. This could be the start of that. A fresh beginning. All I know is we have to get as far from Dimitri and Bulgarin as we can. We will. But I have left something important at the apartment. Something I must show you, cousin. You're kidding me! Oh, shit.
Das wirst du mir wahrscheinlich nicht mehr zeigen wollen. Fuck, it's fucking burning! The whole place! I've got to go in! I've got to get something! Leave it, cousin! This place is gone! They burnt it! They fucking burnt it, Nico! So, dann fahren wir mal zum Depot. Vielleicht können wir da irgendwie noch was abholen. Get lost! Do you know how long it took me to get a place of my own? You got off the boat and I was here for you! I know you were. I got here and I had nothing! Nobody! I worked my way up from the fucking dirt! Aber du hattest auch Schulden, Mann. Und da brennt halt auch schon wieder was. Fuck! This girl is on fire. I've got nothing left. Not my home, not my business, nothing. They took it all. I'm sorry, Roman. I'm really sorry, but we have to go. We'll meet Mallory and Bohan. You still have her. And you, for all the good you've done me. Oh Gott, das ist sogar das Auto, Mann. Alles kaputt. Okay, wir müssen sich komplett hier neu verknüpfen. You don't, because it was easy for you. You had it all from day one. It took me months to get some cash together. Finally I bought a cab, and then another. Then I got the depot. I slept under my desk at that place for over a year. Then I got the apartment. The apartment you thought was so shitty. Well, it doesn't matter. And now it's gone, along with everything else. I said I was sorry. You have a lot to apologize for. Since you got here, I've had my computer smashed, I've been beaten up, I was kidnapped and then shot in the stomach! My apartment got burned down and so did my business! Things have been going so great, just great since you showed up! You remember that time when we went to the bar back home and found it razed to the ground? Just a pile of rubble. Everything smashed, except for that one bottle of vodka. Yeah, we sat down and finished it off there and then. Wait, wait, I don't want to talk about back home. We're here in America now. And I should be thinking about my life here. My life, which is ruined. Just drive, shut up, drive. Oh my god, Roman, ey. Alter, what's up? No, das macht sie auch noch Schluss, oder? I haven't been crying since my allergies. Nico's wearing this new cologne. Oh shit, wir drängeln uns vor. Yeah, trying to impress Michelle or something. They're coming to your cousins, are you there? Great. See you in a bit, beautiful. Hey, Digga, ich hab nicht gezahlt, Mann. Just that. A dream. I can't have the tavern now. I have nothing to buy it with. I have nothing. I told you. You still have Mallory. Ach, als Polizist darf ich einfach durch? I wanted to marry her. You can still do that. I had bought her a ring. That is what I wanted to show you. It was a beautiful ring. Now I have nothing. Oh Gott, der Roman hasst mich so dermaßen. Pull yourself together. You've been here. Positive mental attitude. Come on. At least they want me dead and not you. I do not think it will be much difference to them, Nico. One dead Balik will give them a little bit of happiness while they wait for next. I do not care though. We are in this situation. We must deal with it. Bring on Bohan. Okay. Ich bin ja schon da. Aber das ist auch gut zu wissen, dass man mit dem Polizeiauto einfach durch die Schranke durchfahren kann. Nice. Here we are, the beginning of our new lives. Again. Again. And again and again and again. Sieht doch eigentlich besser aus wie das andere. I think we'll be impressing women with our wonderful hot tub, but this looks okay. Yes, great. Come on, what's wrong? What's wrong? What's wrong? Where should I start? All right, I'll start with you. What's wrong with you? 15 minutes ago, you were cowering in fear because you didn't know what was going to happen. Now, you know everything is shit and you're going to be killed. And you're all cheerful. I don't get it. I guess I'm an optimist. An idiot, not an optimist. I was bought a broker anyway. I'm glad you turned up and made some Russian killers burn down my home and business. Oh, yeah. Thanks, Nico. Thanks a bunch. Is that better? Much. Thank God you're okay. Both of you. We're fucked. We're broke and on the run. No, I'm from up here, Nico.
know a bunch of people who might be able to help out. Why don't you come and meet me at the community center later on? I gotta go to work. Bye, Papi. Mwah, mwah. And have a shower. You smell a little, mature. So, I guess we start again. Sure. I'm going out. Oh, einfach stehen lassen. Oh, Nico, sowas braucht man nicht. So, da können wir sich hier ein bisschen die Gegend angucken. Das ist ein Versteck in Bohan. Das heißt, hier ist anscheinend Bohan. Da steht, South Bohan. The Boulevard of Broken Dreams. North Gardens. Little Bay. Okay. Ja, das ist da unten ist dann erst einmal Firefly Island. Ist dann für das erste Mal gestrichen. Und ich könnte jetzt höchstens mal zu der Mandy gucken. Manny. Zum Gemeindezentrum war das, glaube ich. Fahren wir da jetzt einfach mal mit unseren schicken Polizeiauto hin. Vielleicht können wir da ein paar Leute abschleppen. Wortwörtlich. Obwohl ich nicht mal so weit entfernt war, aber egal. So, wie kommen wir denn da am besten wieder rein? Ah ja, da einfach. Na komm, da fahren wir einfach hin. Ah! Little Jacob! Mist! Ich bin immer noch sauer auf diesen Hurensohn Dimitri. Du bist ein 1A-Fahrer. Zwar nicht ein 1A-Vorleser, aber ein 1A-Fahrer. Dass du dich da rausgebracht hast, Hammer. Pass auf dich auf und melde dich mal. Easy. Let's Jacob. This is the one, man. We're gonna get a really nice shot of them. It's gonna be beautiful. I mean, you caught them with these moves. No. But we want to make sure that we see them. Okay. Well, we want to see you, just too. Film it, man. Okay, well, just keep looking at me, but stand over there, okay? You mean here? Yes. Very cool. Good. Okay, yeah, go. Beautiful. All right. You ready for this? Yes, I am. Turn this way, please. Turn this way. Five, yeah. Six, looking at seven, me. Eight. Good. Right over here. Let me see you work. This way. Yes, good, okay. Good. Perfect. Cool. So how do I look, man? You look good. Do I look gay? No, not at all. It's a very manly kind of dance. Okay, so here we go then. Yeah. See, it's the streets, man. But people gotta understand the struggles. For real, you know what I'm saying? They gotta understand the struggles. Yeah. Oh, hey, Nico. This is my boyfriend's cousin. The guy I was telling you about, Nico. How's my Roman doing anyway? For a guy who just lost his home and his business, who now has a price on his head, pretty good. I love his optimism. So, Nico, this is Manny. We grew up together. Hey, yeah. What's up, man? Streets, man. All right. This is the guy I told you about who beat up all those thugs in Broca. Yeah, great. Listen, Mel, would you give us a little space, please? All right. Okay, yeah, great. So, you know, streets take no prisoners, right? But, you know, kids need hope. You know what I'm saying? Not really. Yeah, well, you know, sometimes you gotta break some omelets to make some eggs. You know what I'm saying? Okay, and... Yeah, well, you know, we gotta clean up some eggs, brother. We're gonna clean them up, you know? Yeah, right here. Turn around, man, right here. Here, Manny Escuela is rapping with a street accomplice about cleaning up the streets of Boaz. Turn that off. These street criminals are trying to reform their neighborhood. Wait. Hey, please. Hey, hold on a doing? Second. Hey, what? Manny! Sorry. Okay, everyone, that'll be all for today. That was great. Thank you very much. That'll be all for today. Thanks a lot. What are you doing? What are you saying? We gotta get some of these dealers off the streets, man, you know? And I want them to know it was me, man. Fine, just don't point the camera at me when you're doing it. Well, that's my testimony, man. Look, brother, would you help, please? Look, I got money. I got money. In which case, you've got to help. Good. All right. Hey, how's the camera? It's not good. What do you mean it's no good? Just don't even... Okay. All right, okay, well, listen, look. Here's what we're gonna do. We're gonna get all the kids up the street. We're gonna kick their ass, and they're gonna know it was me. We need a car if we're gonna clean these streets. In einen Wagen. Okay.
Ja, der Kameramann ist jetzt ja wahrscheinlich erst mal gepisst. Wäre ich natürlich auch. Ja, komm. Benutzt man natürlich das Polizeiauto. Last I heard, these dealers was up on Grand Boulevard. Let's go take a look, man. Ah, das ist auch wieder richtig nice, weil dann sehen wir hier gleich, was hier. So, you and Come on. Tight, huh? She and your cousin is together now. I love that girl, man. I love her, man. Your cousin better not be messing with her head. You're gonna propose, right? He's gonna make an honest woman of her, right? I think that's as much of a decision of Mallory's as it is Roman's. I don't know if he's grown up enough to make a good husband. What's it to you, anyway? I didn't know you and Mallory was that close. Shit, man. The dealer and his drug wagon are up there. Pull up behind and we wait. They're my people, alright? Sure. Sorry. Verfolgen wahrscheinlich. There he be. We got to follow him to them other leeches, man. They be sucking the damn life out of these streets. Okay, es ist einfach mal ein Bullenauto. Oh Mann, ey, das ist glaube ich nicht so geil. Aber schauen wir mal, vielleicht bekommen wir es ja gar nicht mit. Aber es ist auch wieder so typische Einführungsrunde hier ins neue Gebiet. Dass man ja einfach so eine Mission macht, dass man einfach mit einem Dude die Gegend ein bisschen abcheckt. Aber ich glaube, in dieser Gegend ist man nicht mal so oft oder so viel. Da überhaupt nicht auffällig oder so, mitten auf der Straße einfach so auf dem Hügel zu parken. Egal. Solange es dir da unten nicht checkt, ist mir... Oh, lol. Nicht nach hinten gucken. Ja, sorry, dude. Ich habe hier einen Einsatz. Aber wir haben 512er. These streets is mine, man. I can feel them flowing through my veins. You sound like you got something else in your veins. And I ain't touched that shit in years. Who you been talking to, man? I'm clean, man. Serene. Fucking serene. Oh, I'm sorry. You ever thought about doing some TV? You might be able to get a series of the back of mine, you know? Nico, Relic, Street Justice, bro. Not really my scene. Just wait till you see your face on the screen, man. Maybe you change your mind then. Yeah, I always wanted to be a well-known idiot. People say to me, Manny, why you do this? Why you want to clean up the streets so bad? What's your passion? Do you tell them to get famous? It's for the love, man. They know me because I help people, man. I'm all love, kid, for these streets. Ja, das ist der Nico komplett anders gepolt. Der will hier einfach nicht gefilmt werden. Beziehungsweise sich vor der Kamera hier zum Idioten machen. Solche Leute kann man auch verstehen. So bin ich aber nicht. Oh Mann, ey. So, der, wo fährt denn der herum zu seinem Drogendealer? Ja, der fährt in die komplette Stadt entlang. Also hier links, glaube ich, war hier einfach mal das Industriegebiet. Und hier kommen wir jetzt wieder in die abgefuckte Gegend hier, wo einfach mal hier ein paar Wohnwägen stehen. Es ist einfach bloß, sind einfach Baucontainer hier. Ich dachte jetzt, da stehen auch ein paar Wohnwägen. Ein paar Wohnwägen, wo da Leute drin pennen. Aber ich glaube, das gibt's hier auch. Das müsste es hier auch geben. Und das ist halt eigentlich zu krass hier in Liberty City oder einfach überhaupt in GTA, in Amerika. Dass da immer so eine Kluft ist. Crazy einfach. So, Autogas. Aber so ein paar richtig nice Shops haben wir aber nicht gesehen. Wo ich jetzt so sagen könnte, yo, da könnte ich schön Pistolen einkaufen, Munition, Westen. Oder so ein Hotdog-Stand habe ich jetzt auf die Schnalle auch noch nicht gefunden. Und der hat jetzt einen Unfall gebaut, oder? Natürlich. Weil im Moment läuft es ja noch ganz gut mit der Warnweste und mit der Gesundheit. Aber das kann sich noch ändern. Und dann bräuchte ich immer so hin und wieder mal eine Weste. Ich müsste ja eigentlich auch mal im Internet gucken, ob es da irgendwelche Spots gibt. Ob es hier irgendwelche Spots gibt, wo ich kostenlose Warnwesten bekomme. Schutzwesten.
follow him into that warehouse and get rid of the dealers. I thought you were going to clean up the streets. Hey, the message is what's important, man. It don't matter who gives it. I, for one, ain't in this shit for the ego trip. You taking my money, aren't you? Be my voice. I'm gonna go back and get Jay. Ja, boy. So. Im Lagerhaus, die muss ich jetzt einfach ausschalten, oder wie? Instant. Tür ist verschlossen. Das heißt, ich brauche irgendwie so einen Seiteneingang. Oder hintenrum? Zumindest wäre da eine Tür, da kann ich, glaube ich, rein. Nee. auch nicht. Ja, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles bald durch. Hier natürlich nicht. Aber hier ist auch keiner. Warte mal, komme ich hier rein? Alter, ich musste jetzt nicht wirklich das Schloss aufschießen, oder? Moment. Ist hier ein Schloss dran? Dann wird es jetzt richtig peinlich für mich. Die Straße an die Tür schließt, macht sie irgendwo ein Fenster auf. Steigt da ein. Ach, ich will da immer zurückgehen. So. Fenster, komme ich hier rüber? Ah, ja. Danke für den Tipp, Manny. Das sieht doch mal ganz gut aus. Da wird zumindest ein Fenster offen. Soll ich da einfach reinspringen? Oh shit. Okay. Alter, sind da viele drin. Das wird jetzt interessant, Jungs. Ich will da jetzt nicht einfach so standmäßig reinjumpen. Da hinter der Säule war schon gleich noch einer. Hey, da wieder explodiert nichts. Schade. Aber ich glaube, ich muss da jetzt darunter. Okay. Dann nehmen wir mal vielleicht noch so viel mit, was wie geht. Kann ich mich irgendwie ducken? Ja. Okay, der ist mal down. Und das heißt für mich, ich gehe runter. Okay. Fürs Erste war das schon mal nice. Okay. Das heißt, hier rechts ist doch gleich mal einer gewesen. Da kommt mal der Nächste. Okay, wenn ich die ein bisschen anschieße und dann versuche, einen Headshot zu geben, das wäre doch optimal. Überwachungskamera ist nicht real, oder? So, und der letzte hat sich irgendwo da hinten versteckt. Hinter den Kisten hier. Boah, das war ein richtig geiler Move. So, da komme ich von hinten. So, das Lagerhaus verlassen. Ich würde dazu gerne noch was mitnehmen. Würde ich da noch ein bisschen shoppen wollen. Ah ja. Bisschen Gesundheit. Naja, und von innen kann ich es aufschießen. Okay. I can put my foot through your face if you'd like. I don't mind doing that again and again till I get it right. Easy, easy, Nico. Hey,
Did it look good? Huh? Was it a good mixture of that sadness and resolve? You looked great. Great, yeah. Let's do it. Okay, from great. The top? Yeah, right here. Wait. Nope. Where are you going? Nicht mit Nico. More senseless death and the police aren't even here yet. Help has only one name on the streets of South Bowen. Manny Escuela. That's right. Follow me. We'll be prepared. Street life ain't pretty. Oh shit, Mann, ey. Alter, ich habe einfach mal einen Taui bekommen. Ein Taui! Und ein bisschen, Respect by Manny. Many Problems. Nee, ich überlege gerade, kann man da. Ich schau mal kurz statistikmäßig. Da gibt's Spielfortschritt fast 20%. Erfüllte Mission 26? Ja, läuft. Ich wollte da bloß mal gucken. Spieler? Beim Shoppen verbrachte Zeit. Nicht mal 2 Minuten. Ja, moin. Punkte. Ich möchte eigentlich mal gucken, wegen diesen. Statistiken von den einzelnen Bekannten, aber ich glaube, da gibt's nichts. Egal. I need the car, man. Brucey, Nico Bellic, ich habe Roman auch kontaktiert. Komm schnell her, Alter. Wir brauchen die drei gefährlichsten Motherfucker in ganz Liberty City zusammen in einen Raum. Im Ernst, Mann. Bruce. Dann. Ah, komm, dann wollen wir. Fahren wir nochmal kurz zu Manny. Ich will da jetzt nicht ewig lang hin und her fahren immer. Deshalb schauen wir erst mal, dass wir hier den ganzen Stuff machen. Diese Insel. Dimitri! Nico Bellic. We did not find your body with the others in the warehouse. Mr. Bulgarin and I were very disappointed. I was loyal to you, Dimitri. Why did you turn on me? You think I could survive in a cesspit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who have so many enemies! You robbed Bulgarin, you killed Mikhail! You know no more of loyalty than I do! You know why I killed Faustin? It was not my choice! I will find you, Nico. I have burnt you and your cousin out of Hove Beach. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. Ich hoffe doch, wir werden uns bald wiedersehen. Aber da wird es nicht gut für dich enden, Dimitri. Okay, guys, I just want to get one more shot, okay. Please. This is going to look great right over here. Right, officer, please, I need you this way. Thank you. Tight, up, Manny. I need you guys tight. It's going to be great. Okay, thank you. A little closer, a little closer. Thank you so much. Cool. Wonderful, wonderful, beautiful. Now, we are going to be da-da-da-da-da. Yeah, all I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey, man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man. Word, give it up. Hey, Officer McCree, this is Nico right here. This is my man, Nico. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know? I got things to do. You, off. Yo, man, I was just getting my flow on, man. I ain't rapped for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man, fucking punk. Huh. Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo,
That's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes, you know what I mean? Alter. Also, wir müssen das die Gegend einfach noch säubern. Das heißt für mich, ich muss hier erst mal für Recht und Ordnung sorgen. Und dann kann ich eigentlich wieder zurück aufs große Festland. Aber im Moment mache ich hier einfach mal ein paar Missionen. Und außerdem habe ich hier jetzt eine geile Wohnung. Das will ich jetzt da auch nicht wieder verlieren. Die wird mir aber jetzt hier komischerweise gar nicht angezeigt. Aber ja, die kannst du gerne mal bei mir vorbeilassen. Ey. So, das war's hier schon mal. Jetzt versuchen wir die anderen noch. Für Recht und Ordnung. Oh Gott, das war's mit dem Reifen hier. Das heißt, die können auch ganz gut schießen. Aber wir haben es bestanden. Woo! Und jetzt habe ich 3 Fahndungssterne. Oh shit. Mit einem kaputten Reifen. Stay safe, stay real. Warte mal, wo könnte ich da jetzt hinfahren? Jetzt mal Real Talk. Ich glaube, ich brauche jetzt erst mal ein anderes Auto. Okay, das war einfach. Nein, nicht die Tür. Oh shit, Mann. Tür wollte ich doch noch dran haben. Alter, der schießt übelst auf die Reifen, Mann. Was ist denn das? Ist das normal? Ich glaube, mein linker hinterer Reifen ist platt, oder? Kann es sein? Nee. Doch, schaut ganz gut aus. Eieieiei. Alter, das sind übelst geile Schützen. Da vorne haben wir schon wieder Polizei, oder? Ach, das ist auch Polizei. Ups. Ja, gut. Nee, Leute, ich muss da jetzt sowieso rüber zum Brucey. Deshalb fahren wir jetzt nochmal rüber. Woo! Auf dieser Insel werde ich die Cops wahrscheinlich nicht loswerden. Das wird unmöglich sein. Wow! Huch. Okay, dann fahren wir hier einfach mal. So schnell wie es geht. Ich muss ja schon mal weg. Vor allem, Alter, die Karre ist auch schon komplett im Arsch. Muss man einfach mal sagen. So, und da haben sie auch schon wieder Straßen gesperrt. Egal. Ich muss hier durch. Ich muss hier einfach durch. Sonst werde ich hier die Sterne nie los. Ich kann zwar jetzt immer wieder neu. Alter, die haben sich richtig gut aufgestellt, hey. Durch. Alter, ich brenne schon fast. Sheesh. Und das Auto hört sich gar nicht gut an. Aber ich... Alter, was machen die da? Was macht die Polizei da? Und aus dem Weg. Woo. Alter, das Auto, das sieht gar nicht gut aus. Und da vorne haben wir schon wieder Polizei. Blockade durchbrechen. Boom. So, und hier auf dieser Insel hier, da können wir uns, glaube ich, schön irgendwo verstecken. Stop your vehicle. No. Niemals. So, aber da fahren wir einfach unten zu die Docks hin. Helikoptermäßig sehe ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr. Deshalb, ja, wenn ich da jetzt wahrscheinlich ein bisschen verweile. Alter, das Auto, Leute.
Eieieiei. Nicky, we gotta talk serious. All right, man. If you want my advice, the only way you're going to get your balls back to normal is if you stop juicing or you get implants. How many times I have to tell you, homie, my balls are golden, okay? I want to talk to you about Roman. He's got a problem. He's gambling like an animal. Online, in clubs, everywhere. You need to control your cousin, bro. Roman's a grown-up. He can look after himself, Brucey. He's getting involved with some serious cats, homie. Even people I might think twice about dealing with. And I'm one dangerous motherfucker, okay? Put him in Gamblers Anonymous or something. I'm starting to think he's more interested in cards than chasing pussy. And that ain't cool, you dig? Sure, Brucey. Thanks for the heads up. So, das heißt, es war jetzt hier wieder ein Anruf von Brucey. Das heißt für mich, ich muss jetzt eigentlich dringend mal zum Brucey. Weil irgendwas stimmt da mit dem Roman nicht. Der Little Jacob, der will auch noch was von mir, oder wie? Nico, ruf mich an, wenn du Goli brauchst. Bei mir und Batman gibt es gewöhnlich immer was zu tun. Ja, okay, also ich könnte jedem helfen. Jeder will mir da einfach Kohle geben, das ist ja der Hammer. Aber im Moment, wie schaut's denn aus? Wir haben doch eigentlich, ja, wir haben wieder die 10.000. Wir haben wieder ein paar Dollars dazu bekommen. Obwohl ich da heute schon gut einkaufen war. Ich habe mir da wieder ein paar Munition geholt. Und das ist eigentlich das Hauptding. I was tired of him as soon as I saw him. I got someone else who might have some work for you. Elisabetta Torres. She's got an apartment on San Quentin in Forsyth. Meet me there. Okay, da hat man auch wieder eine Arbeit. Auch wieder Elisabeth. Im Gemeindezentrum. Hey, man. Hey, guys. Taxi! Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Nico, you wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Rivas, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead, he said he's gonna have me kill that bitch. Hi-ya! Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Now listen, NB, this guy isn't hate. Oh, fuck. He's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. Yeah. You have to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nicky. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick. Nicky! Shit. Scheiße. Oh fuck, müssen wir da jetzt halt, genau, zum Internetcafé müssen wir tatsächlich. Und das habe ich dann noch ganz gut in Erinnerung, dass man da auch mal wieder hingucken muss zum Internetcafé, dass man einfach die E-Mails abcheckt. So, im GTA 5 kann man einfach das Handy aufrufen und da bekommt man auch die E-Mails rein. Das gibt's hier, noch nicht. Da gibt es nur die Nachrichten, die SMS-Nachrichten. Aber das sind ja keine E-Mails. Da hat es halt einfach noch keine Smartphones gegeben. Oder hat es vielleicht da sogar schon Smartphones gegeben? 2008, glaube ich, kam das raus. Gab es da schon Smartphones? Dann wäre ich 13 gewesen. Nee. Wer weiß, wer weiß. So, Brucey. All right, man.
I'm at the internet cafe. What now? The website is Love Meat. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You heard Animal Man. Eat him alive, okay? So, French Tom würde ich mir glatt mal aufschreiben. French Tom. Schauen wir mal. So, Love Meat, das müsste wahrscheinlich das dann sogar sein. Nee. Nicht so schüchtern, Suche nach Singles. Wahrscheinlich ein Mail, ja? So, French Tom. So, das heißt ausgehen. Date-Anfrage. Logge dich jetzt aus. Oh, ich hätte noch andere 8 E-Mails zum Checken. Ach, Spam, Spam, Spam. Ja? können wir noch weiter? Okay. Lass etwas Zeit vergehen. Das heißt, ich bin jetzt wieder offen für alles. Huh? Tatsächlich. Dann? Ah, ich will aber jetzt da nicht hochfahren. Oder? Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt dauert hier im Internetcafé. Normalerweise, wenn ich vielleicht jetzt schon wieder reingehe? Vielleicht reicht es sogar schon. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht kann man das ein bisschen so cheaten. So, 8 E-Mails. Shit. Ja, okay. Nee, dann muss ich echt wieder hochfahren. Eieieiei. Aber da könnte ich im Moment irgendwas anderes machen. Ich könnte höchstens Waffen shoppen. Ich habe 1000 Munition, also will ich da mehr. Ich würde sagen, das passt erstmal fürs Erste. Ja, komm dann. Dann fahren wir halt hier wieder hoch. Bevor wir jetzt sinnlos irgendwas machen, da würde ich lieber zu der Mission fahren. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Aber so zum Schwanken bringt man das Auto dann doch wiederum nicht. Weed. Ich probiere mal das. Das müsste ja auch noch gehen, oder? Das geht, glaube ich, nicht mehr so, oder? Das geht, glaube ich, bloß mit den Supersportlern. Dass man da die ganze Zeit Burnout macht. Aber ich glaube, da ist die Karre hier zu low. Alter, wie die einfach schwankte. Geil. Also das ist halt wirklich einmalig gefühlt. In welchem anderen Spiel hast du so eine geile Physik einfach? Vor. Ich hoffe, der hat jetzt bloß 5 Dollar hingeschmissen und keine Nate. Ansonsten wäre ich dran. Also wenn der auch den ganzen Tag sagt, holy shit, dann ist er auch beschäftigt. Ein sehr, sehr, sehr beschäftigter Mann. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Alter, dieser Verkehr hier auf diesen Brücken, das ist der Hammer einfach. Man kommt Gott sei Dank schon durch, aber trotzdem ist es ein bisschen nervig, aber das ist wieder so ein First World Problem. Und hier Reißverschlussverfahren funktioniert einfach nie. Nicht mal in Game. Ich muss hier mal kurz durch. Thanks. Ich könnte vielleicht auch kurz in meine Wohnung dir mal angucken. Aber nee, das würde ich ja am Schluss dann machen. Andererseits ist wieder automatisch gespeichert. Also ich müsste gar nicht mehr zurück in die Wohnung. Ja. Get out of the way. Wait. Warte mal, fahren wir jetzt hinten rum. Weedy. komm, lass mal sie einfach dastehen.
So, Elisabeth.